Eines ist klar, wir sind Zeuge und möglicherweise auch Opfer eines gigantischen Experiments der Notenbanken, die versucht haben, eine Krise komplett wegzudrucken durch die Ausweitung der Geldmenge, durch massive Anleihekäufe. Jeder fünfte Dollar, der jemals in über 100 Jahren gedruckt wurde, ist im Jahr 2020 gedruckt worden. All das illustriert so ein bisschen, was da der Fall ist. Und die Frage ist, naja, was ist denn, wenn die Dinge hier ein bisschen aus dem Ruder laufen, zum Beispiel mit der Inflation? Kriegst du das wieder in die Flasche zurück? Wenn du schon mal angefangen hast, eben die Büchse der Pandora zu öffnen, dann ist das möglicherweise eine schwierige Geschichte. Aber die Notenbank, das hat das gestrige FOMC-Protokoll gezeigt, glaubte, dass man damit schon ganz einfach fertig werden kann. Inflation nur temporär, das kriegen wir dann schnell wieder in den Griff, so hieß es. Man hat zwar von Elevated Asset Valuation Pressures gesprochen, also von erhöhtem Druck auf die Assetpreise, aber man wird einfach erstmal weitermachen und sagt, ja, selbst wenn die Inflation kommt, das sind dann kurzfristige Nachholeffekte, weil die Leute eben viel nicht konsumiert haben, dann wird ein bisschen Konsum nachgeholt und dann glättet sich das wieder aus. Ist das so? Das ist die große Frage. Kann eine Notenbank das kontrollieren? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, ist die Fed wirklich in der Lage, prognostisch einigermaßen auch nur exakt zu arbeiten? Und diese Frage muss man wahrscheinlich mit Nein beantworten, denn die Fed hat so ziemlich alles in den Sand gesetzt, was ihre Prognosen betrifft. Sie hat so ziemlich alles in den Sand gesetzt, was ihre Prognosen für ihr eigenes Tun betrifft. Wir werden die Zinsen anheben, wir werden Bilanz reduzieren auf Autopilot und kaum haben die Märkte reagiert, dann musste man komplett umschwenken. Also das ist jetzt nicht gerade ein Ruhmesblatt der Geschichte und dementsprechend sollte man vielleicht auch mit ein bisschen Vorsicht die Sicherheit, das Selbstbewusstsein der Fed in Sachen Inflationsbekämpfung unter die Lupe nehmen und möglicherweise haben wir da einen Größenwahn der Fall, der bald aus dem Ruder laufen wird und der uns alle dann schwer beschäftigen wird. Schauen wir uns zunächst mal hier gestern diese Erzeugerpreise an. Größter Sprung jemals zum Vormonat in der Geschichte. Auch die größte Prognoseabweichung nach oben, die wir hier gesehen haben, Einzelhandelsumsätze sehr, sehr stark. Das zeigt ja, wie überhitzt teilweise die Dinge schon sind. Jetzt nochmal Stimulus obendrauf. Eieiei, wie soll das dann vor allem in Sachen Inflation enden, möchte man sich fragen. Und wir sehen hier diese Grafik, die ich versucht hatte, gestern schon zu zeigen, ist mir nicht gelungen aufgrund technischer Unfähigkeit. Jedenfalls sehen wir hier, dass die Inputkosten der Unternehmen deutlich stärker gestiegen sind als eben die Preise, die sie dann an die Konsumenten weitergereicht haben. Das geht auf die Marge. Das ist das große Problem. Das heißt, wir haben hier mit geringeren Margen zu tun. Und dann gibt es nur zwei Auswege. Entweder ich erhöhe die Preise, dann haben wir einen Anstieg inflationärer Tendenzen. Oder ich muss mit weniger Marge leben, dann schrumpfen meine Gewinne und ich mache sogar Verluste. Und das wäre negativ für die Unternehmen. Möglicherweise, und das ist die entscheidende Frage, sind diese Unternehmen aber gar nicht in der Lage, die Preise so deutlich zu erhöhen, weil eben die internationale Konkurrenz so groß ist und sich immer einer findet, der billiger anbietet. Aber das wird eines der zentralen Dinge sein, die wir beachten müssen. Ja, schauen wir uns zunächst mal ein paar kritische Anmerkungen an zur Fed. Hier zum Beispiel Joey, der sagt, ja, also du musst in eine Anstalt für geistige Probleme Fälle kommen, wenn du glaubst, dass Jerome Powell wirklich in der Lage ist, die Aktienmärkte oben zu halten, wenn sie es nicht mal schaffen, die Anleihemärkte zu kontrollieren. Und da haben sie ja direkten Einfluss durch die Anleihekäufe. Also da sind sie ja ein dicker Wal in der Badewanne. Und selbst da sehen wir ja, dass die Renditen steigen. Viele sagen, es wird bald die Yield Curve Control kommen, also die Kontrolle vor allem langlaufender Anleiherenditen, also 10-jährige, 20-jährige, 30-jährige Anleihen. Da wird die Fed kaufen, massiv kaufen, damit eben die Renditen nicht nach oben gehen. Wenn große Käufer am Markt sind, dann entsteht Nachfrage, sodass dann normalerweise die Rendite nach unten geht. Und wir sehen, wie Sven Henrik hier zu Recht darauf hinweist, die Fed hat die Hauskrise, die Immobilienblasen platzen nicht gesehen. Ben Bernanke und alle anderen haben noch kurz vorher gesagt, du, alles in Ordnung, ist überhaupt keine Blase, geschweige denn, da wird eine Blase platzen. Man hat die ganzen Repo-Paniksituationen nicht vorausgeahnt, also diese Situation am Repo-Markt, als plötzlich die Rates massiv nach oben geschossen war. Die Dotplots, also die Zinsprojektionen, sind total in die Büchs gelaufen, könnte man sagen. Die sogenannten Dotplots werden
von der FED ja immer veröffentlicht, wo die FED-Mitglieder befragt werden, wie erwartest du, wird der Zinssatz der FED dann und dann sein? Das hat alles nie wirklich geklappt. Balance Sheet Reduction, also die Bilanzreduzierung, Autopilot. Aber ihr glaubt wirklich, ihr seid in der Lage, die Inflation zu kontrollieren. Und das ist eben jetzt die entscheidende Frage. Ist die FED bei dieser miserablen Prognostik, bei dieser miserablen Einschätzung teilweise der ökonomischen Lage wirklich in der Lage, jetzt auch dann ein solches Phänomen wie Inflationsentwicklungen zu kontrollieren? Das wird sich zeigen. Wir sehen auf allen Seiten steigende Preise. Wir sehen, die Ölpreise gehen massiv nach oben. Brent jetzt das erste Mal seit langer Zeit über 65 Dollar gestiegen, liegt auch am Wetter, fast alles liegt ja irgendwie am Wetter. 40% der amerikanischen Ölproduktion findet derzeit nicht statt, aufgrund dieses Kälteeinbruchs auch vor allem. Und in Texas, wir sind jetzt schon sehr, sehr deutlich gestiegen in diesem Jahr. Wir haben auf der anderen Seite auch eine sogenannte Food Inflation, also die Preise für Lebensmittel steigen stark. Das war schon 2020 der Fall und setzt sich jetzt weiter fort. Hier mal ein paar Headlines aus der sehr empfehlenswerten Agrar heute. Rapspreise brechen Rekord um Rekord. Mangelware USA, arktische Kältewelle sorgt für Blackout und zerstört Weizenernte. Weizenpreise also nach oben. Preisexplosion beim Mineraldünger. Wer soll das bezahlen? Also, das sind schon so ein paar Dinge, die wir zuletzt gehört haben, als es wirklich starke Inflation war. Und hier sehen wir mal den Commodity Index, also ein Index, der die Rohstoffe erfasst. Und wir sehen, wie steil es da nach oben gegangen ist. Wir sind jetzt auf dem höchsten Stand seit Anfang 2020, sind überkauft, muss man sagen. Wir sehen hier, gerade im RSI ist schon eine extreme Überkauftheit der Fall. Also es würde nicht wundern, wenn da jetzt mal ein Rückschlag kommt, zumal wir eben jetzt auch an einem markanten Widerstandsniveau sind. Aber nochmal zurück zur Inflation. Hier sehen wir, dass die Investoren diese Inflationsthematik spielen. Wir sehen hier Flows towards inflation-related assets, also in jene Assets, von denen man erwartet, sie werden gut performen in Sachen Inflation, also dass die Preise steigen, Energie zum Beispiel, dazu gleich mehr. Wir sehen hier vor allem Energy ist hier gekauft worden, Industrials, Materials, man rechnet also mit Preissteigerungen und sieht, die Geldströme gehen dahin, wo man mit Preissteigerung rechnet und diese Asset-Klasse, die eben von diesen Preissteigerungen profitieren würden. Würde der US-Aktienmarkt insgesamt von Preissteigerungen profitieren? Jein! Wir sehen hier eine Analyse von Schroders, die sagen, US Equities tend to have a highly volatile negative relationship with inflation. Also im Mindesten ist es so, dass die Aktienmärkte dann sehr volatil werden. Und das haben wir gestern ja schon ein Stück weit gesehen. Da gab es nach der Veröffentlichung der Erzeugerpreise doch ziemlich deutlichen Abgabedruck. Dann kam wieder eine saftige Erholung, dann wieder ein bisschen runter. Also da war plötzlich Action. Man sieht das dann, wenn man eine Handelsplattform hat, sieht man schon, wie die Kurse sich bewegen, wie das hier so ein bisschen zuckt und rappelt. Das ist anders als in diesen nicht seltenen Phasen, wo das alles sehr ruhig zugeht oder irgendwie so gesittet dazu geht. Jedenfalls merkt man schon, dieses Zappeln der Kurse zeigt darauf, dass man ein bisschen nervöser geworden ist. Und es wird eben jetzt so sein, dass ab März, April dann offiziell die Zahlen im Vergleich zum Vormonat deutlich nach oben gehen, weil in der ersten Corona-Welle die Dinge eben abgestürzt sind, die Preise abgestürzt sind, vor allem für Energie und andere, Transport etc. etc. Jetzt ist die Frage, Leute, wir haben doch jetzt inflationäre Tendenzen. Warum steigt das Gold nicht? Warum steigt das nicht? Das fragen sich viele. Aber die Erklärung ist relativ simpel. Die Realrenditen, die kommen zurück, die steigen nämlich auch. Wir sehen hier praktisch Gold und dann die invertierte 10-jährige Real Yield und die wird weniger negativ. Das heißt, wir haben ja die reale Rendite ist die Rendite von Staatsanleihen minus Inflation und hier sehen wir, dass das weniger negativ wird. Das ist das, was Gold belastet. Also durchaus logisch, auch wenn man normalerweise denkt, ha, Mensch, Gold ist doch ein Inflationshedge. Ja, aber wenn es auf der anderen Seite wieder Renditen gibt und das ist derzeit der Trend, dann ist eben das renditelose Gold etwas weniger gesucht. Wir sehen hier Gold, Silber, deutliche Outperformance von Silber hier zu sehen, weil Silber eben auch mehr als Gold ein Industriemetall ist, dort etwas mehr eingesetzt wird, auch gerade durch diese Green Technology möglicherweise hier im kurzen Zeitfenster im Mindesten eine bessere Zukunft hat. Und hier sehen wir jetzt mal den Dollarindex, dieses
Währungskorb Basket, der Dollar gegen andere Währungen, Schwergewicht allerdings darin, der Euro mit 53% Gewichtung. Wir sehen, da haben wir so eine Art Doppelboden gemacht. Gestern ging es nach oben. Wir sehen also Dollarstärke. So ein bisschen parallel mit dem Anstieg der Renditen für Staatsanleihen. Und Dollarstärke ist ein Faktor, der unangenehm ist on the long run für die Aktienmärkte. Werden wir eine Potenzierung, eine Weiterführung der Dollarstärke sehen, dann wird es schwierig, auch für die US-Aktienmärkte, für die Emerging Markets sowieso, die unter Dollarstärke in der Regel leiden. Dazu müssten wir beim Dollarindex aber über die Marke von 91,60, 92, das wäre dann der Startschuss. Wenn wir uns mal anschauen, was gestern passiert ist, sehen wir hier Energie 1,8% gestiegen. Wir sehen, dass die Financials wieder gestiegen sind, also die üblichen Verdächtigen, und Information Technology ist gefallen. Normalerweise sagt man ja, die Tech-Werte reagieren negativ auf steigende Renditen. Das war in den letzten Tagen und Wochen nicht immer so. Gestern war es so. Apple relativ schwach, weil Warren Buffett da ein bisschen seine Apple-Anteile reduziert hat. Wir sehen, dass gleichwohl die Cheerleader nach wie vor am Start sind. Hier ein Top-JP Morgan-Banker, der im Fernsehen bei Bloomberg gesagt hat, Mensch, kauft alles, forget about bubbles und just buy everything, kauft einfach alles. Natürlich, das ist in einer Blase natürlich sinnvoll. Wenn die Preise steigen, dann steigt so ziemlich alles. Gleichzeitig hat allerdings JP Morgan jetzt einen Conference Call angesetzt über potenzielle Asset Bubbles. Aha, also man widerspricht sich da ein bisschen. Wir sehen heute, wird es weitergehen in Sachen GameStop. Die SEC, also die Börsenaufsicht, wird sich mit diesem Thema wieder beschäftigen und man will offenkundig mehr Transparenz reinbringen in diese Short-Selling-Geschichten, aber nicht in die massenweise Schwarmversammlung von Kleinanlegern, die sozusagen bestimmte Werte dann nach oben treiben. Das ist offenkundig kein Problem für die SEC. Und wir haben abschließend noch hier in Sachen Corona. Pfizer hat jetzt gesagt, gegen die südafrikanische Variante wirkt unser Impfstoff nicht so wirklich. Deutlich geminderte Wirkung könnte ein Thema werden, wenn diese Variante größer wird, dann oder sich stärker verbreiten sollte, dann wird das ein echtes Thema. Also dann wäre zumindest eine andere Situation, ein anderes Szenario gegeben, dass eben Corona nicht so schnell verschwindet, möglicherweise, wie derzeit angenommen wird. Aber das ist Zukunftsmusik, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen wunderbaren Sommer, heute Donnerstag, und verweise auf die neu gestaltete Seite von finanzmarktwelt.de. Würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschauen. Jetzt sage ich Servus und ciao.